Shalom Alechem, Salam Aleikum. Und der Friede unseres Herrn und Heiland Gottes Jesus Christus sei mit euch. Ich möchte zunächst drei Verse aus der Offenbarung vorlesen, aus Kapitel 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und der letzte Vers der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Dieses behauptet der Herr Jesus Christus von sich selbst, der Anfang aller Dinge und auch das Ende. Ich werde jetzt mit ganz einfachen Methoden veranschaulichen, um es auch objektiv und rational zu verstehen. Anthropologisch und mathematisch. Warum der Mensch nach Gottes Bild und nach seiner Ähnlichkeit geschaffen ist? Wenn wir die ersten beiden Buchstaben näher betrachten, aus Genesis Kapitel 1, Vers 1, so haben wir die zwei Buchstaben, das Bet, welcher ist der zweite Buchstabe im Alphabet, im hebräischen Alphabet, und das Resch, der 20. Aramäisch, Hebräisch übersetzt heißen diese beiden Buchstaben Bar Sohn. Somit haben wir am Anfang den Sohn. Und diese beiden Zahlenordnungen des hebräischen Alphabets können wir addieren. So erhalten wir 22. Ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets, darstellend das Kreuz. Hier in althebräischer Schriftform dargelegt, die neuhebräische sieht so aus. Diese 22 darstellend den Sohn und das Kreuz als letzten Buchstaben können wir auch anthropologisch am Körper vorzeigen. Auf eine ganz einfache Art und Weise, die ich jetzt aufzeigen werde. Der Mensch hat vier Langfinger, jeweils
mit drei Gliedern. Und einen Daumen mit zwei Gliedern. Wenn wir jetzt mathematisch auf eine ganz einfache Art und Weise zusammenaddieren, eins plus zwei plus drei plus vier erhalten wir als Ergebnis 10. Addiert mit dem einen Daumen haben wir als Ergebnis 11. Da wir aber zwei Hände haben, müssen wir diese miteinander addieren, multiplizieren mit 2 und erhalten auch als Ergebnis die 22. Das heißt, wenn der Mensch seine Hände betrachtet, dann kann er durch diese lesen, der Anfang, der Sohn und der Letzte am Kreuz, auch der Sohn. Da wir aber dasselbe Prinzip mit unseren Füßen nachvollziehen können oder nachzeichnen können, müssten wir diese quasi nochmals mit 2 multiplizieren und erhalten als Ergebnis 44. Und dieses Ergebnis schauen wir uns nochmals an, was die doppelte 4 zu bedeuten hat. Wir kennen zum Beispiel den griechischen vierten Buchstaben, das Delta. Und wenn wir diese zweimal darstellen, wie eben gezeigt, haben wir die doppelte 4. Einmal von oben und einmal von unten, was symbolisieren soll, Gott im Himmel und auf Erden. Somit der Sohn im Himmel und auf Erden. Die 4 ist auch eine besondere Zahl, da der Gottesnamen aus 4 Buchstaben besteht, nämlich das Jod, das Hey, das Baf und erneut das Hey. Und wenn wir bei diesem Namen und den jeweiligen Buchstaben jede einzelne Strichlein miteinander addieren, erhalten wir das Jod, das Dalet als 4, erneut ein Jod hier unten dargestellt, auch mit dem Zahlenwert 10, das Vav mit dem Zahlenwert 6, erneut das Dalet, der vierte Buchstabe, und zu guter Letzt erneut ein drittes Jud mit dem Zahlenwert
10. Addieren wir diese ganzen Zahlen miteinander, erhalten wir erneut das Ergebnis 44, was symbolisieren soll der Sohn, das Kreuz, die Erlösung vom Himmel auf die Erde gesandt. Wir können dieses, den Namen Gottes, aber auch mit jedem einzelnen Buchstaben komplett ausschreiben. Somit das Jud, darstellend die Hand, geschrieben mit drei Buchstaben. Einmal das Jud, das Waff und das Dalet. Dort werden wir erneut die Zahlenwerte angeben. Jod mit dem Zahlenwert 10, das Waff mit dem Zahlenwert 6 und das Dalet mit dem Zahlenwert 4. Somit haben wir den ersten Buchstaben komplett ausgeschrieben und haben bereits, wenn wir diese addieren, einen Zahlenwert von 20. Dasselbe machen wir jetzt mit dem zweiten Buchstaben, dem Hey, was bedeutet siehe, geschrieben mit dem Hey und dem Aleph. Somit hier das Hey mit dem Zahlenwert 5 und dem Aleph mit dem Zahlenwert 1, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Dasselbe machen wir mit dem Waff, welches darstellt einen Nagel, einen Haken, eine Verbindung. Geschrieben mit zwei Waffs, Waff 6 und nochmal, das ist der sechste Buchstabe, somit erneut eine 6. Und der vierte Buchstabe im Gottesnamen, Yud Hei Vav Hei Yahweh, der Ewige, so erhalten wir erneut den fünften Buchstaben, Hey, mit dem Aleph, der erste Buchstabe. Und wenn wir diese ganzen Zahlen jetzt erneut miteinander addieren, so haben wir 10 plus 6 plus 4 plus 5 plus 1 plus 6 plus 6 plus 5 plus 1 und erhalten erneut die doppelte 4. Versinnbildlichen Gott, der Sohn, im Himmel und auf Erden. Diese 4 könnten wir jetzt auch wieder erneut berechnen, wenn wir diese addieren. So erhalten wir den Zahlenwert 8, was auf den Messias auch hindeutet, der am 8. Tag wieder auferstanden ist. Und wenn wir uns auch den Gottesnamen Yud Hei Vav Hei genauer betrachten, so haben wir im Zentrum den Namen David. Das Dalet hier, das Vav und erneut das Dalet. Wir könnten diese auch mathematisch berechnen mit 4 und, das Vav ist ein Eigenwort und, 4 und erhalten somit den Gottesnamen, den Titel des Messias David. Oder man könnte die beiden Zahlen auch multiplizieren und würde als Ergebnis 16 erhalten. Dividiert durch 4, somit Gott, der
allgegenwärtig in alle Himmelsrichtungen, im Diesseits und im Jenseits vorhanden ist und ewiglich ist. So haben wir auf eine ganz einfache mathematische, anthropologische Art und Weise den Gottesnamen, den Sohn, der da ist, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, veranschaulicht. Amen.